Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem Special Video. Heute die Vorstellung meines Karrieremodus mit dem FC Everton im Jahr 2020. Das heißt, wir sind deutlich in der Zukunft, wenn man mal vergleicht, dass wir momentan in der Saison 2016, 2017 sind und ich hier in 19, 20, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, vierte Saison, 3,5 Jahre rum. Wie haben sich Spieler entwickelt? Das werden wir heute in dieser Episode sehen. Ich muss dazu sagen, ich habe den Karrieremodus einigermaßen realistisch gehalten, vor allem viel auf Jugendarbeit gesetzt, aber genau deswegen macht er auch so extrem Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich tierisch freuen. Wenn ihr eventuell mal ein bisschen mehr von diesem Karrieremodus sehen wollt, immer wieder mal Updates, dann lohnt es sich auf jeden Fall den Daumen da zu lassen, ja? Und dann könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Videobeschreibung auschecken, IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PS und Microsoft Guthaben, dazu mein Merchandise und selbstverständlich Instagram, Twitter, Facebook, also die Social Medias, die ihr auf jeden Fall auschecken solltet. Gerade Instagram, da bin ich momentan wieder sehr aktiv. EA Sports, FIFA 17. Schöner Hintergrund. Aber wir gucken uns lieber mein Squad an, beziehungsweise das Team von Everton oder dem FC Everton 2020 im Februar. Ihr habt gerade schon Fries hier unten gesehen. Jetzt seht ihr Andrew Brennan, mein Torwarttalent. Und ihr seht, ich stehe im Achtelfinale des Champions Cups. Wir gucken uns zunächst einmal, bevor wir uns irgendwelche Statistiken angucken, die Tabelle an, in der wir momentan, oder wie die Tabelle momentan in England aussieht. Ich simuliere fast alle Spiele. Ich spiele nur die Top-Spiele. Und ja, immer halt auch abgewechselt mit B11, mit A11 und so weiter und so fort. Aber mittlerweile sind die Ratings halt so krass, dass es dafür reicht, sage ich mal, in der Tabelle recht gut dazustehen. Und zwar mit 10 Punkten Vorsprung nach 25 Spielen. 56 Tore, 16 Gegentore. Eine Niederlage bisher. Ja, kann man, denke ich, so machen, oder? Finde ich jetzt zumindest nicht so schlecht. Ich habe keine Ahnung, Liverpool ist 17. Ist irgendwas Besonderes hier, ist irgendwas Besonderes abgestiegen oder so? Ich habe keine Ahnung. Habe mich nie wirklich mit den Absteigern oder so befasst. Ist halt nicht meine Liga sozusagen. Aber so viel dazu. Hier haben wir mal das Büro. Da sehen wir meine aktuellen Ziele. Nachwuchsentwicklung, ja gut, juckt mich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Markenpräsenz haben wir dann noch dazu, ja. Champions Cup Finale erreichen, das zeigt schon, unser Verein ist mittlerweile ambitioniert. Ligameister werden Finale erreichen im FA Cup und bei den Finanzen beenden die Saison mit Gewinn von 75 Millionen. Da sind wir momentan bei einem Gewinn von 171 Millionen. Warum, werdet ihr gleich sehen, weil ich habe auch ordentlich Spieler geholt. Jugendakademie sieht momentan auch ziemlich gut aus. Consta Aro haben wir da, Anton Talvela, Archie Green, Mason Cox, Dominic Kelly und Frederik Jespersen. Alles gute Spieler, okay, Jespersen ist nicht so krass, aber die anderen sind eigentlich ziemlich in Ordnung, würde ich mal so behaupten. Sind aber nicht die besten Jugendspieler, die ich habe oder hatte. Wir gucken uns einmal meine Karriere an und da sehen wir schon die Statistik. 28 Niederlagen, 165 Siege, 160 Gegentore und 437 Tore mit 236 Spielen. Rekordablöse 85 Millionen, das ist glaube ich die, die ich bezahlt habe. Gesamteinnahmen 13,4 Millionen, das ist mein Gehalt. Ja, also das ist mein persönliches Geld, nicht das, was ich insgesamt bisher gemacht habe. Ich glaube, hier gucken wir nochmal nicht so drauf, beziehungsweise wie weit können wir runtergehen. Trainer des Monatspreise 0. Das ist schon ein bisschen traurig, dass ich dieses Jahr noch nicht ein einziges Mal Trainer des Monats geworden bin. Aber 2018, 2019, da war das, glaube ich, ein bisschen auch nicht. Mittlerweile sind sie schon so von mir. Aha, da einmal. Höchste bezahlte Ablöse 32 Millionen für Schneider. So. Und für Robles habe ich 3,8 Millionen bekommen. 16, 17. Das heißt, die erste Saison, da seht ihr mal, ich habe nicht sonderlich viel gemacht. Ja, ich habe Schneider lang geholt, der ist auch in Realität gekommen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, gar nichts gemacht in der ersten Saison. Doch, ich habe noch einen Spieler geholt. Aber wie gesagt, alles auf Realismus so ein bisschen aus. Und ja, jetzt gucken wir uns mal an, wie das Team aussieht. Und Freunde, das ist mittlerweile nicht mehr feierlich. Lukaku im Sturm. Dann dahinter Ross Barkley. Den habe ich für 115 Millionen an Man United verkauft. Für 85, das ist die höchste Transfersumme, die ich bisher bezahlt habe, zurückgeholt. Im Sommer, weil der einfach nur krank ist. Der hat 91 Antritt, 96 Sprintgeschwindigkeit, 77 Stärke, 85 Schusskraft, dazu 91 Longshots. Der kann alles. Das ist so ein Monster. 94 Dribbling, 93 Ballkontrolle, 5-Star Weakfoot. Ja, geniale Karte, oder beziehungsweise genialer Spieler, sagen wir es mal so. Lukaku ist auch unglaublich. Mit 80 Antritt, 94 Sprintkraft, Sprintgeschwindigkeit, 99 Stärke, natürlich 91 Abschluss. Wahnsinn. Dazu Deulofeu, auch extrem schnell unterwegs, natürlich mit 91 Antritt, 98 Sprintgeschwindigkeit. Auf der anderen Seite Dembélé. Einziger unrealistischer Transfer so gesehen, aber weil ich halt Barkley verkaufen musste, weil er unbedingt weg wollte. Mittlerweile ist er wieder da. Dembélé ist eigentlich auch gar nicht Stammspieler. Ich lasse ihn nur spielen, weil er halt 99 Antritt, 97 Sprintgeschwindigkeit. Der ist noch so jung. Der ist 22, hat 88. Ich muss ihn quasi spielen lassen, auch wenn ich viel über meinen Jugendspieler spielen lassen würde. Skovgaard ist ein Jugendspieler, 18 Jahre alt, 81. Sieht, denke ich mal, ganz gut aus. Ist nicht der Allerschnellste oder sowas, aber hat ganz gute Fähigkeiten, Attribute, kann man definitiv so sagen.
Dann haben wir hier Emre Can, den habe ich gerade erst im Winter gekauft, weil ich mir dachte, warum eigentlich nicht. Hat auch sehr solide Werte, 86 hat er mittlerweile, kann Innenverteidiger spielen, darauf war ich so ein bisschen aus. Dann haben wir Deulofeu, haben wir gerade schon gesehen. Klausen ist auch ein Nachwuchsspieler als Innenverteidiger. Es ist sehr schwer, das Rating so hoch zu bekommen, deswegen 18 und 77 ist schon sehr, sehr stark. Kann auch Rechtsverteidiger spielen, wie ihr gerade gesehen habt. Sprintgeschwindigkeit ist okay, Antritt geht so einigermaßen, aber die defensiven Stats, die sind auf jeden Fall gut. 86 Fairer, Zweikampf, 84 Grätsche und 81 Manndeckung. Da kann man sich nicht sonderlich beschweren. Simonsen ist auch ein Nachwuchsspieler, der ist nicht so krass, leider Gottes. Ist 20, hat 74, geht aber auch auf jeden Fall als Backup. Dann haben wir Virgil van Dijk, den habe ich in der ersten Saison gekauft. Feier ich tierisch, habe ich ja auch gesagt in dem Video meiner Top-Spieler in Ultimate Team, dass ich den Karrieremodus einfach mega geil finde und der ist auch einfach eine Granate, hat mittlerweile 87. Schneiderlin ist hier gerade Linksverteidiger, warum weiß ich nicht, ich glaube, weil sich Möller verletzt hat, einer meiner Nachwuchsspieler, hat auch mittlerweile 85, ist 30 Jahre alt. Auch eine sehr gute Karte, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dem zu spielen, gerade in den ersten Saisons, wo das Team halt noch nicht ganz so krass war und in Entwicklung war. Donnarumma ist 20 und hat 92, will aber leider weg. Das ist so ein bisschen ärgerlich, im Winter ist er jetzt nicht gegangen, ich hoffe, im Sommer geht er auch nicht. Der ist einfach nur der ist komplett hin. Brennan ist der Nachwuchskeeper, der ist 1880, das ist auch schon mal sehr ordentlich. Dann hier Smalling, habe ich im Winter letztes Jahr gekauft, einfach als Backup bzw. als Innenverteidiger mit Van Dijk und meinem anderen Stamminnenverteidiger zusammen, der mittlerweile weg ist, das war Matthias Nastasic. Dann haben wir hier McCarthy, sehr, sehr guter Spieler, 84, extrem gut als Allrounder. Musonda habe ich mir gekauft als Backup eigentlich nur, aber der ist auch 23, 86, also muss ich eigentlich auch spielen lassen. Dann haben wir Fries, der ist 20, hat 85, das ist der Nachwuchsspieler, den ich so extrem feiere. Forster Skills und Weakfoot, dazu schnell unterwegs mit 86, 88 Sprintgeschwindigkeit, 99 Ballkontrolle, 86 Dribbling, 93 Abschluss als Flügelspieler, das ist so Ronaldo-Style-mäßig, auch wenn er nur 1,74 ist. Genial. Edwards ist 1771, den werde ich auch nochmal pushen, weil ich den extrem sympathisch finde irgendwie. Keine Ahnung, ich mag den im Spiel. Hat auch schon sehr gute Werte, finde ich, 86 Efe. Das ist Wahnsinn. Ferrari habe ich per Katalog gekauft. Hatte unglaublich schlechte Werte, als er 17 war. Mittlerweile ist er extrem stark. 92 Abschluss, 86 Ballkontrolle, 76 Dribbling. 20 Jahre alt, 83. Aus dem wird, denke ich mal, noch ordentlich was werden. Hat 92 bis 94 Potenzial. Bard hat auch ordentlich Potenzial. Ist auch ein Nachwuchsspieler von mir. Der ist 18. Onoma habe ich mir in der ersten Saison gekauft. Mittlerweile auch auf 85 gepusht. Hat sehr viel gespielt. Mittlerweile nicht mehr so viel. Ist nur noch Backup. Bailey ist auch ein Nachwuchsspieler. Der ist aber nicht so gut. Den werde ich verkaufen oder verleihen. Sullivan ist 18 Jahre alt. Nachwuchsspieler auch. Lasse ich ab und zu mal spielen. Ist aber auch nicht so die größte Granate. Aber 92 bis 94 Potenzial, glaube ich, auch wieder. Coleman ist mittlerweile sehr alt mit 31, aber 80 immerhin noch. Westergaard, Coleman hat teilweise so viele Tore geschossen. Westergaard, 27, habe ich als Backup gekauft im Winter. Dann haben wir Williams, der ist immer noch da mit 35, aber der spielt nicht mehr. Spielt auch keine Rolle. White ist 20, hat 78. Auch ein sehr guter Flügelspieler, wenn man sich die Werte mal anguckt. Das passt auf jeden Fall. Tempo geht auch klar für einen Jugendspieler, der nicht immer so schnell sind. Olesen, auch noch ein Nachwuchsspieler mit 18 und 68. Naja, Miralla spielt mittlerweile auch keine Rolle mehr. War eine Zeit lang wirklich mein absoluter Stammspieler. Holgate habe ich auch entwickelt. Das ist ein Jugendspieler von Everton. Der war schon da am Anfang. Habe ich auf 81 immer hochgepusht mit 23. Geht auch klar. Mittlerweile nur noch als Backup da. Und Möller ist 18. Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, genauso wie Klausen. Auch ein Däne. Ich stehe auf Skandinavier, ihr wisst es. Und aus dem wird, denke ich mal, noch einiges werden. Der ist aber gerade für 7 Tage verletzt. Gott sei Dank nur für 7 Tage. Ist, finde ich, ein ziemlich kranker Kader. Kann man auf jeden Fall mal so machen. Dazu muss man sagen, dass noch 2 Spieler dazustoßen werden, die ich mir geholt habe. Und zwar Eric Bailly. Den habe ich ablösefrei geholt, weil sein Vertrag ausläuft. Und mit den Werten mit 25 Westergaard werde ich wohl wieder verkaufen dann, weil der ist einfach zu krank. Wer war hier noch dabei? Wen habe ich denn noch geholt? Irgendwen habe ich noch geholt. Ich weiß aber gerade nicht wen. Können wir mal nachgucken. Hier, Transferverhandlungen. Was war denn erfolgreich? Rabiot, genau. Rabiot habe ich mir noch als zentraler Mittelfeldspieler geholt. Hat 87 mit seinen 24 Jahren. Extrem stark, auch ablösefrei natürlich. Und wir werden jetzt so ein bisschen unrealistisch, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, 2020, ich bin immer Meister geworden. Da ist es realistisch, dass man solche Transfers machen kann. Und diese Karriere macht mir, obwohl sie halt schon so weit fortgeschritten ist und obwohl ich eigentlich schon alles erreicht habe, immer noch extrem Spaß, weil die Spieler pushen sich immer weiter, weil ich die Jugendspieler habe. Ich könnte mit Jugendspielern ein ganzes Team aufstellen hier fast schon. Allein deswegen wird die Zukunft auch weiter Spaß machen. Ich fördere meine Jugend und so. Das macht einfach mega Bock und es gibt keinen Karrieremodus dieses Jahr, der bisher so Bock gemacht hat. Dazu haben wir die spanische Nationalmannschaft hier als Trainer. Asensio, ey, den muss ich mir eigentlich mal zu Everton holen. 89 mit seinen 24, Wahnsinn. Auch wie sich Busquets nochmal ein bisschen gepusht hat. Saúl hat 88. Dazu haben wir hier mittlerweile Carvajal auf 86, Morata 86, Isco hat 88, obwohl er bei Real normalerweise nicht spielt. Suarez, Williams, Alcacer, Jesse mit 86, das ist schon, also würde ich nicht in Erwägung ziehen, weil ich halt auf der linken Seite Dembélé, Fries und Musonda habe, aber das zeigt schon, wie krank dieser Karrieremodus ist. Bockt einfach tierisch. Ich hoffe, wie gesagt, dass Donnarumma nicht verlassen wird, weil der möchte halt eigentlich weg.
Und der Berater hat auch gesagt, er will nicht über Vertrag reden, aber ich hoffe, dass er es noch machen wird. Wir gucken uns einmal kurz die Leistungsdaten an die Saison. Ich muss dazu sagen, weil ich simuliere, habe ich nicht unbedingt Einfluss darauf. Wenn ich spiele, trifft Lukaku, aber irgendwie in der Simulation nicht so oft. Sortieren wir hier mal. Andrew Brennan hat immerhin schon 13 Spiele gemacht insgesamt. Donnarumma 34, ja gut, okay. Ist auch schon um plus 8 gestiegen und er will halt, wie gesagt, weg, weil er denkt, er ist unterbezahlt. Zuvor war es noch, er denkt, er ist zu gut fürs Team. Das ist anscheinend mittlerweile nicht mehr. Simonsen hat einigermaßen oft gespielt, ein Tor gemacht, okay, dann Möller hat 13 Mal gespielt, der wird jetzt immer weiter gepusht werden, Holgate hat immerhin 20 Mal gespielt, ein Tor und eine Vorlage, drei Tore, keine Vorlage, Coleman hat 16 Mal gespielt, aber halt auch nur als, ja, Ergänzungsspieler, sage ich mal, Browning ist verliehen, Klausen hat 31 Mal gespielt, den mag ich auch extrem gerne, wenn wir weiter pushen, Van Dijk hat 25 Mal gespielt, also weniger als Klausen, aber schon ein Tor gemacht, der ist auch extrem kopfballstark, was hat er, 77 Kopfballpräzision, aber 85 Sprungkraft mit 1,90 oder was er ist. 1,93 sogar, das ist schon geil. Smalling hat 28 Spiele gemacht, hat nichts großartig gerissen. Westergaard ist gerade erst da. Williams hat 5 Spiele gemacht in der Vorbereitung und eins in der Copa Europa. Okay, Garbrandt ist verliehen. Schneiderlin hat 24 Spiele gemacht, 25 hat McCarthy. Sullivan hat tatsächlich schon 9 gemacht und eine Vorlage. Alexander Clark ist verliehen, auch ein Nachwuchsspieler natürlich. Deolofeo ist Top-Torschütze mit 20 Treffern in 24 Spielen und 4 Vorlagen. Das ist schon krass, hat 34 Spiele gemacht. Dembélé trifft auch ordentlich, gerade im Champions Cup 4 Spiele, 5 Tore. Dazu in der Liga 7 Tore, 2 Vorlagen. Das läuft. Morgan Edwards hat 10 Spiele bisher gemacht, 3 Tore, eine Vorlage. Geht auf jeden Fall für einen 17-jährigen Flügelspieler. White hat 13 Spiele gemacht, war lange, lange verletzt, ist jetzt wieder da. Ekoko habe ich verliehen im Winter, der hat, glaube ich, auch schon für mich gespielt, aber genauso wie Uber. Emre Can hat 21 Mal gespielt, bei mir halt nicht, aber naja, 34 Mal Skovgaard. Ich glaube, das ist der Spieler, den ich am meisten spielen lasse, einfach weil der so geil ist, weil ich den so gerne mag. Musonda hat 22 Mal gespielt, ist unglücklich, weil er nicht so oft spielt. Er ist noch unglücklicher, weil er gar nicht spielt aus seinem Vorbereitungsturnier. Barkley hat 29 Mal gespielt. 9 Tore, 8 Vorlagen, das läuft. Bader hat 9 Mal gespielt, bisher noch nichts gerissen. Bailey hat 3 Mal gespielt. Onoma immerhin 18 Mal, das geht auch einigermaßen klar. Konsta 2 Mal im FA-Cup. Dowell ist verliehen. Tarashay ist auch verliehen, mittlerweile in Aston Villa. Olesens Vertrag läuft aus, den sollte dementsprechend mal verlängern dann. Aber ja, Lukaku hat 36 Mal gespielt, okay, also öfter als der Kollege Skovgaard. 6 Tore, aber nur 4 Vorlagen in der Liga, das ist halt schon ernüchternd. Aber wie gesagt, ich kann keinen Einfluss darauf nehmen, wenn ich spiele, trifft er meistens, auch nicht immer, aber meistens, teilweise spiele ich halt auch, wenn ich Ferrari spielen lasse als Stürmer, der hat nämlich auch schon 36 Einsätze, in der Premier League aber auch nur 3 Mal getroffen, also vor allem beispielsweise ein Deolofeo und Musonda und Dembélé schießen die Tore, er ist verliehen, er ist bei Ipswich Town, mag ich aber auch, deswegen verleihe ich ihn immer und verkaufe ihn nicht, weil irgendwie ist er sympathisch oder wird auf dem Bild sympathisch und Fries hat 20 Mal bisher jetzt gespielt, war aber auch lange verletzt und hat 9 Tore und 3 Vorlagen, das geht auf jeden Fall auch, denke ich mal, einigermaßen klar, irgendwie haben die alle ihren Wettbewerb so, ne? Dembélé Champions League, er hier den EFL Cup, hatten wir irgendjemanden in dem, im Champions Cup war es Dembélé, genau, weil irgendwer EFL Cup jetzt großartig aufgespielt, schauen wir mal, ich glaube nicht, ja doch hier, Deolofeo, ja, aber der hat auch die Premier League. Krass, ja, das ist der Karrieremodus von Everton, ihr wolltet ihn sehen, das habe ich euch gezeigt, ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben und vor allem auch, ob ihr so einen krassen Karrieremodus mit irgendeinem Verein habt, bin ich auf jeden Fall interessiert dran. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung und dann sehen wir uns eventuell bald wieder mit diesem Karrieremodus beziehungsweise mit einem Upgrade oder Update, sagen wir es mal lieber so, zu diesem Karrieremodus oder halt bei den anderen Videos. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.